So Leute, es gibt endlich mal wieder gute Nachrichten bei unserem FC Hansa. Und zwar hat unser Kapitän Markus Kolke, die Krake, seinen Vertrag für 3 weitere Jahre verlängert. Das zeigt doch schon mal, dass er absolut verbunden ist mit dem Verein und natürlich auch weiß, was er an Hansa hat. Ich bin sehr, sehr glücklich, vor allem, weil wir ja so viele auslaufende Verträge bis zum Sommer haben. Ich glaube, über 18 Verträge laufen aus. Das ist ordentlich Arbeit, die da auf Piekenhagen zukommt. Und der erste Schritt ist schon mal gemacht. Markus Kolke braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist einfach ein Spieler, der zu unserem Verein passt, sich hundertprozentig mit Hansa identifizieren kann. Das Wichtigste überhaupt, die Vertragsverlängerung ist ligaunabhängig. Egal, ob wir absteigen oder in der zweiten Liga bleiben, er wird auf jeden Fall Bestandteil sein für die nächsten 3 Jahre. Ja, fühlt sich ja auch wohl hier in Rostock mit der Familie. Und das muss man auf jeden Fall sagen, ist ein wichtiges Zeichen, auch an die Mannschaft. Eine absolute Stütze für unseren Verein, sowohl auf als auch neben dem Platz. Extrem wichtig. Ich will gar nicht aufzählen, wie viele Punkte er uns schon gerettet hat. In der letzten Saison mit ihm den Klassenerhalt gefeiert. Diese Saison werden wir das auch schaffen. Ich bin da zuversichtlich. Danke Markus Kolke. Auf weitere 3 geile Jahre. Er ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste, 32 Jahre alt. In Anführungszeichen wird dann bei Hansa sozusagen seine Karriere ausklingen lassen. Ob er in den 3 Jahren als Stammkeeper weiter im Kasten steht, wollen wir mal hoffen, so lange wie möglich noch, denn seine Leistung finde ich eigentlich immer noch extrem gut. Klar, es gibt ab und zu mal Aussätze, aber die hat jeder Keeper. Wenn man das alles in Relation setzt, rettet er uns natürlich viel mehr Punkte, als die er uns verschenkt durch 1-2 Patzer, die vollkommen menschlich sind. Und ja, also ich bin froh drüber. Wie seht ihr das Ganze? Ja, mit so einer Meldung kann man doch schon mal positiv auf das Spiel am Sonntag blicken. Gegen Magdeburg. Es wird extrem wichtig und auch schwer, aber mit Markus Kolke im Tor, da steht die Null hoffentlich dann auch und mehr kann ich nicht sagen. Ich glaube, in 2 Tagen oder so gibt es dann auch meine Prognose. Also, wer Bock hat, kann dort wieder einschalten. Vielen, vielen Dank auch hier für euren Support und dann würde ich sagen, danke Markus Kolke, bleibt stabil, bis zum nächsten Mal.